Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Wir schauen uns heute gemeinsam die Summen-, Differenzen- und Faktorregel in der Differentialrechnung genauer an. In unseren letzten Videos haben wir bereits die Differenzation einer Funktion kennengelernt, wobei diese Differenzation bzw. die Ableitung einer Funktion mit einem Grenzwertprozess beschrieben worden ist. Dieser Grenzwertprozess ist eigentlich sehr langwierig und auch oftmals sehr schwierig auszuführen. Deshalb gibt es in der Mathematik und in der Differentialrechnung auch einige Regeln, wie uns das Ableiten vielleicht ein wenig einfacher fällt. In unserem ersten Video schauen wir uns jetzt die sogenannte Summen-, Differenzen- und Faktorregel beim Ableiten genauer an. Was sollst du hier bereits wissen? Ganz wichtig ist zunächst einmal, dass du dir noch einmal verinnerlichst, wie die Ableitung bzw. die Steigung einer Funktion definiert ist. Da haben wir den Grenzwertprozess ausgeführt. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass du anhand eines Graphen den Funktionsterm einer linearen und einer quadratischen Funktion auch aufstellen kannst. Das heißt, aus einem gegebenen Graphen sollst du die wichtigsten Parameter ablesen können und damit auch die lineare Funktion und auch oder die quadratische Funktion aufstellen können. Und ganz wichtig ist es auch, das was wir aber zunächst jetzt auch noch wiederholen werden, dass du auch verstehst, was eine Summe bzw. was eine Differenz von zwei Funktionen ist. Und was passiert, wenn man eine Funktion mit einer multiplikativen Konstante multipliziert? Es ist auch wichtig, dass du weißt, wie das interpretiert werden kann. Das heißt, was grafisch und algebraisch die Summe bzw. Differenz von zwei Funktionen bzw. was auch die Multiplikation der Funktion mit einer Konstanten aussagt. Nach diesem Video sollst du bereits wissen, was die Summe bzw. was die Differenz von zwei Funktionen in der Ableitung ergibt. Das heißt, wie Summen bzw. Differenzen von Funktionen auch abgeleitet werden bzw. wie Funktionen mit multiplikativen Faktoren auch abgeleitet werden können. Und zusätzlich sollst du auch bereits verstehen können, was das auch geometrisch, algebraisch ist, beziehungsweise wie das auch algebraisch und geometrisch interpretiert werden kann. Zunächst möchte ich mit dir eine kurze Wiederholung machen, was die Summe bzw. was die Differenz von zwei Funktionen genauer ist, beziehungsweise auch herausfinden nochmals, wie eine Funktion mit einer multiplikativen Konstante multipliziert wird, beziehungsweise was dabei bei dieser Funktion dann passiert. Beginnen wir mit der Summe bzw. Differenz von zwei Funktionen. Wenn wir jetzt zwei Funktionen f von x gleich 3x minus 4 und gx gleich x² minus 2x plus 5 gegeben haben, dann wollen wir jetzt diese beiden Funktionen miteinander addieren. Wir wissen bereits, wie wir zwei Zahlen miteinander addieren. 3 plus 5 wäre 8. Doch wie addiert bzw. subtrahiert man zwei Funktionen? Hier muss man immer von der Definition ausgehen, dass die Summenfunktion s gleich f plus g ist. Aber was bedeutet das, dass s gleich f plus g ist? Das bedeutet, dass der Funktionswert an der Stelle x für s dasselbe ist wie der Funktionswert an der Stelle x von der Funktion f plus g. Das heißt, für alle Werte x aus den reellen Zahlen muss gelten, dass s von x gleich f plus f von x plus g von x ist. Jetzt ist es Zeit, dass wir f von x und g von x anschreiben als solche Funktionen. Dann bekommen wir gleich 3x minus 4 plus x² minus 2x plus 5. Und die Summe von diesen beiden Funktionen ergibt dann x² plus x plus 1. Das heißt, wir fassen alle x2-Terme zusammen, alle x-Terme, also alle linearen Terme und alle konstanten Ausdrücke. Die Summe von zwei Funktionen ist nichts anderes, als dass jeder Ausdruck mit jedem Ausdruck im Grunde genommen
verbunden wird. Das heißt, alle Lineantherme werden miteinander subtrahiert bzw. addiert, alle Konstanten, alle quadratischen und alle kubischen, wenn es dann auch noch weitere Argumente gibt. Bei der Differenz ist das ähnlich zu sehen. Hier werden auch alle Ausdrücke miteinander verbunden. Alle linearen Ausdrücke können miteinander verbunden werden. Alle Konstanten, alle quadratischen, alle kubischen und auch so weiter. Das heißt, wir erhalten hier insgesamt 3x minus 4 minus, und das ist jetzt ganz wichtig, weil hier ein Vorzeichen, ein anderes Vorzeichen ist, ein negatives Vorzeichen. Deswegen brauche ich hier die Klammer. Und dieses negative Vorzeichen wirkt sich auf alle Vorzeichen innerhalb der Klammer aus. Und dann erhalten wir eine andere Funktion als Differenzfunktion, und zwar minus x² plus 5x minus 9. Das heißt, die zwei Funktionen werden summiert bzw. subtrahiert, indem die verschiedensten Terme, verschiedensten Ausdrücke hier miteinander addiert, subtrahiert werden. Je nachdem, und dann kommt eine Funktion zustande, die dann entweder die Summe dieser beiden Funktionen ist oder auch die Differenz dieser beiden Funktionen ist. Wenn wir uns die Multiplikation einer Funktion f mit einem konstanten Faktor c aus R bestimmen, dann funktioniert das auch ähnlich, indem wir jetzt f von x gleich 3x minus 4 haben und diese Funktion mit einem konstanten Faktor c gleich 3 multipliziert wird, dann ist das Ergebnis dieser Multiplikation die Funktion m. M ist dann c mal f, wobei diese Funktionen dann wiederum auf allen Stellen x aus r übereinstimmen müssen. Damit erhalten wir, dass m von x gleich c mal f von x ist für alle x aus r. Das würde in diesem Fall 3 mal f von x sein. Und dann bekomme ich die Rechnung, indem ich 3 mal 3x minus 4 habe. Dieser Dreier bezieht sich jetzt auf alle Faktoren, die innerhalb dieser Klammer stehen. Und dann erhalte ich insgesamt 9x minus 12. Das heißt, diese Funktion m wird einfach mit dieser konstanten Zahl 3 multipliziert, jeder Ausdruck mit jedem. Das heißt, ich erhalte insgesamt beim linearen Ausdruck das Dreifache, beim konstanten Ausdruck auch das Dreifache. Das wäre nochmals eine kleine Wiederholung zu Summen- bzw. Differenzenfunktionen und wie eine Multiplikation von einer Funktion mit einem konstanten Ausdruck c aus r bestimmt werden kann. Wenn wir jetzt einen nächsten Schritt gehen, und zwar zum Ableiten, wenn wir diese Funktionen jetzt ableiten wollen, vor allem eine Summen- bzw. Differenzenfunktion, dann brauchen wir hierzu einmal eine Herleitung, eine kleine Herleitung, die du auch auf deinem Arbeitsblatt zur Verfügung hast. Und zwar wäre das die erste Übung auf dem Arbeitsblatt, wo es darum geht, dass wir diese Summen, Differenzen und Faktorregel beim Ableiten herleiten wollen. Wir wollen jetzt eine solche Funktion f von x plus g von x, also eine Summenfunktion s, wollen wir jetzt ableiten. Welche allgemeine Regel können wir dabei formulieren? Dasselbe wollen wir natürlich auch für die Differenzfunktion machen, f von x minus g von x, und dasselbe wollen wir auch machen für die Funktion m, die dargestellt werden kann durch c mal f von x. Was passiert hier beim Ableiten? Das wollen wir jetzt uns herleiten und eine allgemeine Definition aufstellen. Wenn wir uns diese Übung jetzt genauer anschauen, dann haben wir in unserer Grafik drei Bilder von Funktionen, von der Funktion f und der Funktion g. Und unsere erste Aufgabe besteht jetzt darin, dass wir anhand dieser Grafik, aus diesem Graphen f und g, uns den Funktionsterm von f von x und g von x bestimmen. F und g sind beides lineare Funktionen. Das heißt, f und g können immer angeschrieben werden durch k mal x plus d, wobei k die Steigung und d der Anfangswert ist, also der Schnittpunkt mit der y-Achse. Wenn wir uns das einmal für die Funktion f anschauen, dann erhalten wir, dass der Schnittpunkt mit der y-Achse 2 wäre. Und die Steigung lässt sich sehr leicht mit Hilfe eines Steigungsdreieckes herauslesen.
Und zwar erhalten wir hier, wenn wir hier den Anfangspunkt wählen, erhalten wir hier, wenn wir hier herübergehen, insgesamt 3 Einheiten und hier herauf 1,5 Einheiten. Oder wir können auch 2 Einheiten und 1 Einheit hinaufgehen. Dann erhalten wir für k die Formel Delta Y durch Delta X. Das würde 1 Einheit sein, das würde hier 2 Einheiten sein. Und dann erhalten wir bereits den Ausdruck für f, und zwar 1/2 x plus 2. Dasselbe machen wir auch für die Funktion g. Die Funktion g schneidet die y-Achse beim Wert minus 3 und die Steigung für diese Funktion g lässt sich wiederum mit dem Steigungsdreieck herauslesen. Und zwar, wenn wir hier starten und hier heraufgehen, dann erhalten wir hier ein sehr schönes Steigungsdreieck. Hier 2 Schritte rüber, 3 Schritte hinauf. Dann erhalten wir wieder mit der Formel Delta Y durch Delta X unsere Steigung k. Dann erhalten wir 3/2 x minus 3. Minus 3 ist der Schnittpunkt mit der Y-Achse. Das würden unsere beiden Funktionen f und g sind, die im ersten und zweiten Bild ähnlich sind, analog sind. Und im dritten Bild ist eigentlich nur f eingezeichnet, weil wir hier nur die Multiplikation mit einem Wert c brauchen. Hier brauchen wir keine Funktion g mehr. Unsere nächste Aufgabe besteht nun darin, dass wir eine Gleichung der Funktion s f plus g aufstellen müssen. Das ist in der ersten Spalte. Das heißt, wir bilden hier bereits die Summenfunktion f von x plus g von x. Wir haben bereits gesehen, dass die Summe von diesen beiden Funktionen sich berechnen lässt, indem wir f anschreiben, das heißt 1/2 x plus 2 plus 3/2 x minus 3. Dann fassen wir wiederum die beiden linearen Ausdrücke zusammen und die beiden konstanten Ausdrücke getrennt voneinander und dann erhalten wir bereits die Gleichung für diese Summenfunktion 2x minus 1. 1/2 x plus 3/2 x wäre 4/2 x, das wäre 2x und plus 2 minus 3 würde minus 1 sein. Wenn wir jetzt nun diese Funktion s in das Koordinatensystem eintragen, dann erhalten wir eine lineare Funktion und diese lineare Funktion sollen wir hier eintragen in das Koordinatensystem und das würde eben dann wiederum mit den Eigenschaften, dass wir mit unserem d beginnen, das wäre der Abschnitt auf der y-Achse, der Schnittpunkt mit der y-Achse und dann dieses k mit dem Steigungsdreieck einzeichnen, dann erhalten wir folgende Funktion, das würde die Funktion s von x sein. Minus 1 wäre hier der Startpunkt, also der Wert, wo dieser Graph die y-Achse schneidet. Und dann gehe ich ein Feld rüber, 2 Felder hinauf und erhalte dann mein k. Das würde in dem Fall 2 sein. Die Steigung für diese Funktion, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Steigung für diese Funktion wäre eigentlich ja der Wert k. Der würde in diesem Fall hier 2 sein. Das heißt, die Steigung dieser Funktion s entspricht ja genau der Ableitung von der Funktion s. Das heißt, s' von x würde jetzt genau 2 sein. Das wäre wiederum das gleiche wie f' von x, die Ableitung von der Funktion f, die Steigung von der Funktion f wäre 1/2 und dann summieren wir das mit der Steigung von der Funktion g. Das würde g' sein, das würde 3/2 sein und 1/2 plus 3/2 würden wiederum 2 sein. Das heißt, wir bekommen hier unten jetzt eine erste ganz wichtige Regel und zwar, dass dieses s' von x, die Steigung
die wir hier herauslesen aus diesem Graphen, die würde das gleiche sein, wie wenn ich die Steigung von f plus die Steigung von g nehme. Und dann erhalten wir die Regel s' von x ist f' von x plus g' von x. Das heißt, diese Ableitung verhält sich hier in diesem Fall linear. Wenn wir dann weitergehen zur Differenz von diesen beiden Funktionen, dass wir die Funktion d aufstellen müssen, die sich durch f minus g anschreiben lässt, dann gilt wiederum, dass wir alle linearen Terme subtrahieren und alle konstanten Terme voneinander subtrahieren, dann erhalten wir insgesamt die Funktion minus 1x plus 5, denn wenn ich jetzt ein halbes minus 3 halbe bilde, bekomme ich minus 2 halbe, also minus 1, und dann plus 2 minus minus 3 würde plus 5 sein. Das würde genau diese Funktion sein, die ich wiederum in mein Koordinatensystem auch eintragen kann. Mit Hilfe von d und von k erhalte ich dann wiederum diese Funktion und diese Funktion würde dann mein d von x sein. Bei minus 5 wäre mein d, wäre der Schnittpunkt mit y-Achse und dann mein k kann ich wiederum mit dem Steigungsdreieck sehr leicht auch einzeichnen. Dann sehe ich wiederum unten für die Steigungen, dass dieses d' von x die Steigung von dieser Funktion d minus 1 sein würde. Und das verhält sich wieder gleich, wie wenn ich jetzt die Steigung von f nehme, das würde ein halbes sein, und dann von dieser Steigung ein halbes, das 3 halbe, die Steigung von g, subtrahiere, also bekomme ich insgesamt ein halbes minus 3 halbe, das würde minus 2 halbe sein, das würde minus 1 sein. Also bekomme ich eine zweite wichtige Regel, dass die Steigung, die Ableitung von der Funktion d dasselbe ist, wie wenn ich die Steigung der Funktion f nehme und von dieser Steigung dann die Steigung von g subtrahiere. Eine zweite ganz wichtige Regel ist das für das Ableiten. Und schlussendlich gibt es eine dritte wichtige Regel, die sogenannte Faktorregel. Wenn ich die Funktion m aufstelle, die sich ergibt durch ein halbes mal f, dieses ein halbe ist jetzt beliebig gewählt, das wäre jetzt unser c, also unsere Konstante, dann hätten wir hier ein halbes mal f, das heißt, ich multipliziere die Funktion, den linearen Term von f und den konstanten Term von f mit ein halbes und bekomme dann die Funktion 1 Viertel x plus 1, denn ein halbes mal ein halbes würde ein Viertel sein und 2 mal ein halbes würde plus 1 sein. Wenn ich diese Funktion wiederum in mein Koordinatensystem eintrage, dann erhalte ich wieder eine lineare Funktion, die mir die Multiplikation von dieser Funktion f mit einem halben ergibt. Und zwar würde es genau diese Funktion sein, die bei plus 1 beginnt, als Schnittpunkt mit der y-Achse und dann ein Viertel als Steigung besitzt. Wenn ich hier vier Felder hinübergehe und ein Feld hinauf, bekomme ich ein Viertel als Steigung und das würde die Funktion m von x sein. Und für die Steigung von dieser Funktion m gilt wiederum, dass ich hier ein Viertel als Steigung habe und diese Steigung von dieser Funktion m, das würde genau die Ableitung von m sein, die lässt sich auch berechnen, indem ich dieses 1 halbe, diesen konstanten Faktor vor meine Funktion f hinschreibe und einfach nur die Funktion f ableite und hier die Steigung bilde, dann bekomme ich auch ein Viertel heraus. Das heißt, die Ableitung der Funktion m, die sich ergibt durch ein halbes mal f von x, würde berechnet werden können durch dieses ein halbes, das was vorgezogen wird, das bei der Ableitung, bei der Steigung nicht berücksichtigt wird und dann dieses ein halbe mit der Steigung bzw. mit der Ableitung von f multipliziere. Das heißt, diese multiplikativen konstanten Faktoren werden bei der Ableitung nicht berücksichtigt, die bleiben einfach so stehen, wie sie sind. Jetzt können wir auch diese allgemeine Definition für die Ableitung hinschreiben. Und zwar würde es die Summen, Differenzen und Faktorregel jetzt sein. Wenn wir zwei differenzierbare Funktionen f und g haben, dann gelten folgende Ableitungsregeln.
die erste Ableitungsregel würde für die Summe gelten, die Summenregel. Das heißt, wenn ich s von x bilde mit f von x plus g von x, dann bekomme ich die Ableitung, die Steigung von s von x, also s' von x, dadurch, dass ich f' von x plus g' von x ausführe. Das heißt, die Ableitung ist hier linear, das heißt, ich bilde die Ableitung von f und die Ableitung von g getrennt und fasse diese beiden dann wieder zusammen. Also eine ganz einfache Rechenregel. Dasselbe gilt auch für die Differenz von diesen beiden Funktionen. Wenn ich d von x bilde, dass ich f von x minus g von x ausführe, dann bekomme ich die Ableitung, die Steigung von d, indem ich f' von x minus g' von x bilde. Das heißt, die Ableitung ist hier wieder linear. Ich bilde von f die Ableitung und dann auch von g die Ableitung und subtrahiere diese voneinander. Das sind zwei ganz einfache Regeln, wie eigentlich Summen und Differenzen von Funktionen abgeleitet werden können. Die letzte Regel würde sich beziehen auf die Faktorenregel. Wenn ich jetzt eine Funktion habe, m von x, die dargestellt werden kann durch c mal f von x, dann bilde ich die Ableitung bzw. die Steigung von m von x, also m' von x, indem ich das c unberührt lasse, das heißt c mal die Ableitung von f, also f' von x. Das würde die sogenannte Faktorregel sein, wobei hier ein multiplikativer konstanter Faktor einfach unberührt vor die Ableitung bzw. vor die Steigung von f von f' von x geschrieben werden kann. Dieses c ist natürlich eine reelle Zahl, die die multiplikative Konstante in diesem Fall wäre. Diese Ableitungsregeln sind wesentlich einfacher handzuhaben, als ständig diesen Grenzwertprozess bei der Ableitung durchzuführen, aber diese Regeln stammen aus diesem Grenzwertprozess. Man kann es auch sogar nachrechnen, dass diese Regeln wirklich aus diesem Grenzwertprozess stammen. Und hierbei braucht man einige mathematische Kenntnisse, wie man wirklich zu diesen Rechenregeln kommt. Ich möchte mit dir kurz diese Summenregel besprechen, beziehungsweise dir auch zeigen, wie diese Summenregel auch zustande kommt. Für die Differenzregel und die Faktorregel funktioniert das analog. Ich möchte dir nur zeigen, dass diese Regeln wirklich in einem mathematischen Kontext korrekt sind. Und zwar, wenn wir uns diese Funktion s von x jetzt anschauen, mit f von x plus g von x, dann möchten wir uns die Frage stellen, warum diese Summenregel überhaupt gilt. Warum gilt, dass s' von x f' von x plus g' von x ist? Und hierbei ist es jetzt wichtig, dass wir auf diesen Grenzwertprozess schauen, der eben für die Ableitung herangezogen werden muss. Und zwar, wenn wir jetzt die Steigung der Sekante zwischen a und b bestimmen. A ist durch diesen Punkt x0 und s von x0 gegeben und b ist gegeben, wenn wir jetzt von x0 einen kleinen Abstand dazu zählen. Das heißt, ein anderer beliebiger Punkt x0 plus h und dann würde der y-Wert auch sein s von x0 plus h. Dann würde die Steigung zwischen diesen beiden Punkten, der Differenzenquotient zwischen diesen beiden Punkten sein, das würde genau s von x0 plus h minus s von x0 durch diesen Abstand zwischen x0 und diesem anderen Punkt sein, das würde h sein. Und wenn wir jetzt s von x oder s von x0 plus h mittels unserer Definition anschreiben, dass s von x gleich f von x plus g von x ist, dann erhalten wir die gleiche Form, und zwar f von x0 plus h plus g von x0 plus h minus f von x0 plus g von x0. Dieser Ausdruck hier würde dieser sein, indem ich dieses FRS aufspalte. Und dieser Ausdruck hier, ich mache es mit einem viereckigen Kästchen, würde genau diesem Ausdruck hier entsprechen. Und jetzt geht es nur darum, dass ich diese Funktionen oder diesen Zähler passend aufspalte bzw. auch ein wenig umschreibe. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen, indem ich die f's zusammenfasse und durch h dividiere und die g's zusammenfasse und durch h dividiere. Das heißt, ich habe einen Bruch, wo es nur um das f geht und einen Bruch, wo nur dieses g enthalten ist.
aber ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Denn wenn ich jetzt diesen Grenzwert ausführe auf der linken Seite, und zwar diesen Grenzwert hier, wenn dieses h gegen 0 geht, dann bekomme ich hier s' von x0, das ist unser Grenzwertprozess, das ist genau die Steigung und der Ableitung von s im Punkt x0. Wenn ich hier den Grenzwert auch ausführe, muss ich ihn auch hier ausführen und dann erhalte ich hier aber, weil ich hier nur f's enthalten habe, die Ableitung von f an der Stelle x0 und hierbei handelt es sich um die Ableitung von g an der Stelle x0. Und hier habe ich dieses Plus, also bekomme ich insgesamt mit Hilfe dieses Grenzwertprozesses, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite ausgeführt werden muss, die Gleichung, dass s' von x gleich f' von x0 plus g' von x0 ist. Das ist genau die Ableitung bzw. die Steigung dieser Summenfunktion an der Stelle x0. Also wir sehen also, dass dieser Grenzwertprozess hier wesentlich schwieriger handzuhaben ist als diese Summenregel. Aber man muss beachten, dass diese Summenregel wirklich aus diesem Grenzwertprozess stammt. In Zukunft werden wir lediglich mit dieser normalen Summen-, Differenzen- und Faktorregel arbeiten, so wie wir sie hier gerade definiert haben. In unserem nächsten Video werden wir uns auch schon einige Funktionen anschauen und dabei auch kennenlernen, wie jetzt beispielsweise Polynomfunktionen auch abgeleitet werden. Hier brauchen wir dann dazu die Potenz- bzw. die Wurzelregel. Ich freue mich drauf.